Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um den Community Day mit Milza, wie der bei mir so abgelaufen ist. Und es war ein unglaublich wunderschöner Tag. Also ich würde sagen, eigentlich quasi perfekt. 30 Grad, ja, vielleicht ein bisschen warm, aber es war halt windig. Ohne Wind wäre es nicht angenehm, überhaupt nicht. Es war okay, man konnte super spielen. Mit unserer Handykühlung hat das alles ganz gut geklappt. Wir hatten 3 Stunden Wetterboost. Krass, oder? 3 Stunden Wetterboost bei einem Drachen-Pokémon. Wow, echt krass. Wir sind 10,4 Kilometer in Offenburg gelaufen, ich habe 924 Pokémon gefangen, 197 Pokéstops gedreht, hauptsächlich hat das Go Plus die Pokéstops gedreht, aber ich habe die Pokémon gefangen. Bin immer noch recht überrascht, dass mein Go Plus das hinkriegt, überhaupt Pokéstops zu drehen, während ich Pokémon fange, weil ich bin ja schon ganz gut dabei. 1,7 Millionen Erfahrungspunkte habe ich gemacht. Es hat leider mit den Geschenken nicht so ganz geklappt. Ich war in der ersten halben Stunde irgendwie so stark beschäftigt, dass ich es nicht geschafft habe, die Geschenke rauszuschicken. Dementsprechend haben jetzt die ganzen Leute ihre Geschenke irgendwann geöffnet. Dankeschön. Also habe ich in meinem Glücksei eine beste Freundschaft. Eine beste Freundschaft ist dabei, aber sonst war halt nichts dabei. Ja, ich habe 916 gesehene Milza, habe 880 davon gefangen. Ich habe nur Hyperbälle benutzt. Ich hatte irgendwie 1300 Hyperbälle, die mussten jetzt endlich mal weg. Jetzt habe ich irgendwie nur noch 200. Also da ging schon einiges raus. Es gab auch einige XXS und XXL, aber keins davon war shiny. Ich habe auf jeden Fall 48.693 Sternenstaub gesammelt. Aber ich kann euch nicht sagen, wie viele Power-Ups ich gemacht habe. Ich habe die Aufnahme versemmelt. Deswegen habe ich eigentlich deutlich mehr Sternenstaub gesammelt. Aber ja, 48.000 ist auch okay. Ich habe 8.738 Milzerbonbons gesammelt. Da drin sind nicht die 2 Power-Ups. Und ich habe 1874 XL-Bonbons gesammelt. Natürlich hatte ich eine Mega-Entwicklung von Stufe 3 von einem Drachen aktiv. Und zwar Altaria. Ich habe unglaublich 48 Shinies gefangen. Ich wollte bei 42 aufhören, aber ich habe mich irgendwie nicht dazu durchringen können. 48 Shinies. Davon habe ich 2 Stück auch getauscht. Und auch 2 Stück wieder zurückbekommen. Also ich habe 4 Spezialtauschaktionen gemacht mit Nappikat und da kam ein richtig gutes bei raus. Aber jetzt erstmal, ich habe 6 Shinies gefangen, die 3 Sterne hatten. Also ich hatte wirklich mehr als genug Auswahl, habe sogar das, was ich gefangen habe, das 89er nicht entwickelt. Außerdem habe ich von den ganzen Milza ein 96er, 4 98er, ein 98er gleich am Anfang in der Forschung gehabt und leider kein 100er. Nicht ein einziger 100er habe ich bekommen oder hat irgendjemand von uns gefangen. Das ist schade, sonst gab es wenigstens ein 100er für uns, aber dieses Mal halt nicht. Gut, ja, und durchs Tauschen gab es einen 98er Shiny Glücksmilzer. Mega genial. Und ich hatte noch ein Glückshunderter von Christian vom Filursi Sea Day in Dortmund. Und ich habe beide auf Level 50 gepusht. Das musste einfach sein. Das mache ich sonst nie. Aber ich habe gedacht, das ist ein sehr guter, sehr schöner möglicher Konter, den man auch mal benutzen kann, und das ist ein sehr schönes Pokémon. Das war jetzt endlich mal an der Zeit. So gab es jetzt wenigstens mal ein neues Level 50er Pokémon. Ja, wie gesagt, es war ein mega geiler Community Day. Ich habe richtig viele Shinies bekommen. Meine Spielkameraden, die mit mir zusammen unterwegs waren, TMC und Nappikat,
Die waren jetzt nicht so krass drauf. Also die haben ein bisschen weniger bekommen, so 38, 39 Shinies waren es so ungefähr. Also ich habe irgendwie so 10 Shinies mehr bekommen, obwohl sie zum Teil sogar mehr gesehen oder gefangen haben als ich. Ich hatte da ein bisschen weniger, meistens so, aber ja. Also wirklich, die gesehene Anzahl von Milzer ist wirklich schlecht mit 916 in Offenburg. Ich habe schon mal in Offenburg bei Togetic zum Beispiel 1097 geschafft. 57. Also das war schon deutlich besser, aber das lag einfach daran, dass wir nicht die ganze Stadt mit Lokmodulen bezündet haben, sondern es gab nur sehr wenig Lokmodule tatsächlich. Ja. Aber ja, ich wusste ja nicht mal, dass ich den Community Day so gut spielen kann oder wie fit ich sein werde, weil ich bin erst seit gestern Nacht bin ich aus Teneriffa zurück. Ich war 10 Tage auf Teneriffa und bin echt froh, wieder zurück zu sein, bevor das Event jetzt dann die Strandwoche beendet ist. Weil ich eigentlich auch gerne ein paar Fänge machen wollte, ein paar gute Fänge, um euch zu zeigen, wie viel ich da schaffe, bin aktuell bei 2300. Ich hoffe, ich kann heute noch mal ordentlich oben drauflegen. Das wäre zumindest mein Wunsch. Aber ich glaube, Andy Project werde ich nicht einholen. Der hat einfach mal so 3500 oder sowas in dem Dreh. Das ist einfach viel zu viel. Andy Project, Props an dich. Echt krass, was du da abziehst. Wahrscheinlich ist das für dich sogar Standard oder so, ich weiß nicht, aber du hast am ersten Tag, in den ersten 2 Tagen echt mega krass losgelegt. Heftig, heftig. Mann, Mann, Mann. Ja, ich werde weiter an der Auswertung von Wayfarer arbeiten. Ich muss auch die Pokémon Go Codes nochmal von Niantic erst nochmal verlängern lassen, damit die auch einlösbar sind. Und aber die Gewinner werden hier und da schon per E-Mail informiert. Bitte schaut auf jeden Fall mal in eure E-Mails nach, ob ihr eine E-Mail bekommen habt. Heute werden bestimmt noch mal die ein oder andere E-Mail rausgehen für das Gewinnspiel. Und das wäre toll, weil ich vielleicht noch eine Rückmeldung von euch brauche, bevor ich dann das Video veröffentlichen kann. Wir haben gestern übrigens auch ein paar Arktos-Raids gemacht. Mein erster Krypto-Arktos-Raid war einfache Spitze. 96er Krypto-Arktos ist da rausgekommen. Und ja, wenn ich den erlöse, ist der natürlich ein 100er. Der Rest war leider so grottenschlecht, dass ich mit denen gar nichts anfangen konnte. Wir haben, glaube ich, 3 Stück gemacht. Einfach während dem C-Day so mindestens einen und nach dem C-Day so 2, 3. Ich glaube, es waren sogar 3. Also da haben wir dann richtig losgelegt. War für uns super getimed. Das heißt, wir waren um 17.30 Uhr waren wir quasi dann fertig mit dem C-Day, mit Crypto Arctos. Wir sind super zufrieden, aber man kann ja, also es gab zwar keinen Shiny Arctos, aber hey, kann ja noch kommen. Ein anderes Wochenende dann halt. Am heutigen Tag, am 11. Juni, am Sonntag, kann man ja von 11 bis 17 Uhr viele Vesprit finden. Dementsprechend wird es vielleicht heute eher nicht so mit Crypto Arctos wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Mal sehen. Wäre auch nicht schlimm. Wie gesagt, zur Not ein anderes Wochenende. Aber ich denke, ich werde trotzdem keine Fernraids mit Selfie machen. Ich entscheide mich jetzt dafür abzuwarten, ob das Pokémon irgendwann mal einen Hyperbonus bekommt. Das heißt, wenn Selfie einfach zu uns kommt, werde ich es nochmal raiden. Ich habe es nämlich beim ersten Mal, als Selfie in den Raids zur Verfügung stand und man Fernraids machen konnte, habe ich wirklich versucht, so viele Selfie-Raids zu machen, wie es nur irgendwie ging. Und leider kam kein Shiny bei raus. Und jetzt sage ich einfach, nö, ich lasse es und wenn, ich hoffe, es bleibt auch erstmal dabei, dass das das einzige regionale, legendäre Pokémon, das ich jetzt erstmal nicht in Shiny habe. Und hoffe, eine andere Möglichkeit zu bekommen, dass ich es dann mal erhalten kann. Nun, wie sieht es denn bei euch aus? Wie ist euer Community Day gelaufen? Konntet ihr Crypto Arctos vielleicht sogar machen? Und wie steht ihr zu Selfie und Tobots? Braucht ihr da noch was oder ist das für euch alles schon abgeschlossen?
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye.